Hallo und herzlich willkommen zurück zu Expeditions, a Mudrunner Game. Ja, wir hängen noch bei den Aufträgen und die würde ich gerne mit euch machen. Allerdings muss ich mal kurz, ich muss ja sowieso in die Fahrzeuge reingehen, muss ich mal kurz hier reingehen, weil ich da nämlich noch etwas gemacht habe. Und zwar, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Also Motor und Getriebe, da gab es jetzt nichts anderes. Federung habe ich nicht gewechselt, die Reifen habe ich auch nicht gewechselt, weil das scheinbar die besten waren. Aber ich habe mir die verlängerte Winde gekauft. Also nicht wundern, wenn das Ganze länger geht, also sprich, wenn die Wende größer ist. Das war, glaube ich, vorher schon drin. Und ich habe mir den Niedrigschnorchel geholt, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann kann ich jetzt quasi länger im Wasser bleiben, ohne dass ich daran verrecke, sozusagen. Also Standardschnorchel mit einem etwas erhöhten Ansaugpunkt für größeren Schutz vor eindringendem Wasser. Dann habe ich noch einen anschraubbaren Kotflügel geholt. Und da war nichts drin, aber ich habe noch eine Sonnenblende. Ja, ich habe erst die Sonnenblende und dann die breite Sonnenblende geholt, sinnigerweise. Und ich habe den großen verstärkten Stoßfänger geholt. Wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe, ist das wohl der beste. Felgen habe ich nichts dran gemacht. Hier war auch alles soweit drin, wobei ich sehe gerade, das ist kostenlos. Dann nehmen wir den kurzen Pritschenwagen. Wie sieht das denn aus? Okay, dann nehmen wir den auch noch mit rein. Ja, Farbe habe ich nichts dran geändert. Die Außenaufkleber, da habe ich auch nichts dran geändert. Ja, das müsste es dann eigentlich gewesen. Ach nee, ich hatte hier vorne aber noch was. Wo? Front. Ach so, ja klar, das war dieser Stoßfänger, von dem ich gerade gesprochen hatte. Genau. Die Sachen hatte ich geändert bei mir. Nur, dass ihr da jetzt nicht überrascht seid, weil das plötzlich ein bisschen anders ist. So, dann möchte ich den einmal hinzufügen. Auswählen. Und ich will natürlich zusätzlich noch was haben für Benzin und Bodenanker und wie heißt das, Stellschraube. Die nehme ich jetzt definitiv immer beides wieder mit. So, dann können wir das Ganze einmal auswählen. Natürlich, indem ich zurückgehe, nicht indem ich auf Auswählen klicke. Das finde ich auch ein bisschen unlogisch irgendwie gemacht, aber gut. Dann haben wir, glaube ich, irgendwo in dieser Richtung hier noch eine Expedition. Das heißt, ich würde sagen, dass ich in das Feldlager reingehe zum Start. Und natürlich. Ah ne, ist doch nicht mitten in der Nacht. Ich dachte gerade schon. Haben wir jetzt früh am Morgen? Nein, wir haben Abend. Dann überspringe ich die Zeit tatsächlich nochmal, damit es ein bisschen heller ist. So, und zwar wollen wir das, was wir jetzt hier unten schon sehen, nämlich die Sache mit dem Altar. Neben dem Camp steht ein mysteriöser Altar, dessen Rätsel noch nicht gelöst ist. Der Orte soll ein Geheimnis bergen, das zu sich selbst ruft. Geh auf Erkundungstour, vielleicht kannst du dabei etwas aufdecken, das so lange verborgen geblieben ist. Natürlich starten wir die Verfolgung. Und ja, so können wir es, glaube ich, noch nicht. Wir müssen dann wieder rausgehen, oder? Wir hätten es, glaube ich, auch so gekonnt, das einzuzeichnen. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Das ist jetzt eine richtig gute Frage. Ich vermute mal, dass wir hier unten irgendwie rüberkommen. Ich weiß aber nicht, wie das hier oben aussieht. Es kann eventuell sein, dass wir nochmal komplett zurückfahren müssen und dann hier diesen holprigen Weg da hinten wählen müssen. Ich bin innerlich auf alles eingestellt und schon jetzt total begeistert. Ich mache jetzt mal einfach grob so, weil ich absolut keine Ahnung habe, ob wir so dahin kommen oder nicht. So, dann Handbremse habe ich angezogen, das ist klar, da müssen wir starten. Ich habe schon wieder vergessen, die Umgebungsgeräusche ein bisschen leiser zu machen. Sollte ich mal dran denken, wenn ich jetzt hier aus der Runde rauskomme, weil ich finde, zumindest wenn ich es höre und gleichzeitig rede, dass es sehr, sehr laut ist und ich vermutlich sehr, sehr leise gleichzeitig bin. Fährst du mal hier hoch? Moment. Achso, das ist wieder nicht an, Mann. Schaffst du das wieder nicht ohne den Allradantrieb?
kann nur hoffen, dass wir jetzt unterwegs irgendwo noch ein bisschen Reserve haben. Ich bin gerade am Überlegen. Jetzt bin ich natürlich ja gerade runter. Komme ich hier nochmal hoch? Ja, ob das nicht clever wäre, wenn wir jetzt hier direkt rechts ein bisschen hochfahren. Weil wir müssen da quasi hoch und dann bin mir nicht sicher, was besser ist. Rechts oder tatsächlich da, wo ich das eingezeichnet habe. Ich meine, da sind viele kleine Steine. Theoretischerweise sollte, oh, das konnte knapp werden, sollte mich das auch gut hochbringen, aber man weiß es nicht. Ich gehe zwar gerne auf Risiko, das hat man im vorletzten Video, glaube ich, so schön gesehen, wo ich da total abgekackt bin und zweimal neu starten musste vom Punkt aus. Ja, genau, da muss ich hoch. Okay, ich dachte gerade schon, ist das jetzt so clever, was ich hier mache? Das ist wahrscheinlich alles nicht so clever, was ich hier mache, aber irgendwie funktioniert es dann ja doch. Wir sind ja bisher immer noch am Ziel angekommen. Von daher ist mir das egal. So, wenn wir irgendwie auf welche Art und Weise auch immer noch zum Ziel kommen, ist mir alles andere egal. Und wenn ich da fünfmal neu starten muss, dann nervt das vielleicht ein bisschen. Also mich auf jeden Fall, euch vielleicht auch. Aber ich bin ganz ehrlich, dann ist mir das egal, solange ich im Ziel ankomme. Was mir nicht egal ist, wenn ich, keine Ahnung, 2 Stunden brauche, um dahin zu kommen, weil das wäre dann doch ein bisschen doof. Ich glaube, ich muss jetzt hier irgendwie nach links gleich, ne? Dachte ich mir schon. Schon so ein bisschen, naja, aus. Ist das, ist das das Wasser, was ich hier höre? Bin gerade ein bisschen abgelenkt von den Geräuschen. Alter Schwede, wie soll ich denn da hinten hochkommen? Das mit diesem Ast. Ich hasse diese Äste, wenn diese blöden Dinger hier im Weg liegen. Wenn da ein Baum ist, schön fein, alles gut. Aber wenn Äste im Weg hängen, das ist immer Mist. Also liegen, besser gesagt. Äste sind böse. Zumindest hier. Okay, ich fahre hier gerade so schön hoch, ohne überhaupt zu wissen, ob ich da jetzt hin muss. Ich bin auch wieder gut. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das habe ich nicht gesehen, dass das hier hoch geht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Komm, das schaffst du. Das schaffst du. Können wir hier eventuell mit Reifendruck was machen? Ich weiß es nicht. Oder ein bisschen mit dem Winkel noch. Ich habe nämlich ehrlich gesagt vergessen, wie man den Reifendruck ändert. Ja, komm, komm, komm. Schaffst du. Schaffst du. Na los. Ich glaube an dich. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ah, ich muss da hinten. Moment. Ich wollte jetzt hier eigentlich gerade ausfahren. Okay, also, man kann hier rüber. Oh, ich hoffe hier auch. Okay. Scan starten. Das sieht ja cool aus. Achso, Moment. Ich muss drücken. Sag mir das doch einer. Ja, das sieht cool aus. Ah, da gibt's noch mehr. Oha. Okay. Es sieht cool aus, aber irgendwie auch sehr wild. Erfolg! Sieht aus wie ein ritueller Ort. Es scheint, wir haben etwas Ähnliches in der Nähe gesehen. Lass uns dorthin gehen. Vielleicht können wir etwas Interessantes finden. Oh, schade. Ich dachte, das wäre jetzt heute mal eine kurze Folge. Na gut, dann halt nicht. Stufe abgeschlossen. Wo ist in der Nähe? Ach so, das ist gar nicht... Moment. Haben wir jetzt hier gescannt oder haben wir jetzt hier gescannt? Hier sollen wir hin. Das ist mir schon klar, aber... Besuche das Suchgebiet. Nee, da steht ja, fahre zum Altar. Ach so, genau, hier oben sind die. Okay, gut. Nur so verständnishalber halt, ne? Okay, da gehe ich wieder runter. Zack. Ich glaube, ich bin hier so runter. So, ungefähr so. So, so. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier hochkomme. Hm.
Ich denke mal, aber theoretischerweise müsste es hier hochgehen. Allerdings vermute ich eher, dass wir dann irgendwie hier so hoch müssen. So. Oh mein Gott. Okay. Sieht schon cool aus, muss ich ja sagen. Rückwärts will ich jetzt nicht unbedingt fahren. Das heißt, ich möchte nicht, aber ich muss hier erstmal irgendwie drehen. Bisschen eng hier, aber das kriegen wir schon hin. Oh. Wenn er dann auch richtig bremst auf den Stein, heißt das. Das müssen wir leider wegmachen. Es tut mir leid. Da muss ich hin. Oh ja, du schaffst das. Oh. Okay, dann geht es wieder zurück. In der Hoffnung, dass wir das irgendwie überleben. Weil ich muss sagen, auch diese ganzen Expeditionen, die man hier machen kann, ich finde die ja schon ziemlich cool. Also bisher, ja gut, manchmal war es natürlich auch so ein bisschen das Gleiche, aber bisher war eigentlich fast immer wieder was Neues dabei. Und ich bin echt gespannt, was noch alles kommt. Oh, 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 oh! Kamikaze! Okay. Okay. Alles gut. Nur im Oberstübchen gibt es Probleme, aber ansonsten, das Auto sieht doch gut aus. Fahren Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Wenn ich weiter so fahre, dann wahrscheinlich auch kein Auto mehr, aber egal. Gut, so, wir fahren ein bisschen weiter runter am besten. Weiß ich nicht, wie das jetzt mit dem... Oh, hier bin ich hergekommen. Glaube ich. Ist nur so eine Vermutung. Oh, 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 oh. Fahr gerade, gerade, gerade. Ja, das ist brav. Gab es jetzt aber auf dem Weg auch nichts, wo ich mal kurz eine Abzweigung machen konnte wegen... wegen Tanken, ne? Ich meine, ja, klar, ich könnte jetzt hier theoretisch zurück, aber das ist der gleiche Weg wie hierhin eigentlich. Also es wäre eigentlich Blödsinn. Hier ist auch noch was abgeworfen. Da könnte man rein theoretisch auch nochmal tanken. Ja, komm, ich riskiere es. Ich bin ja, also seitdem wir das Problem ja schon mal hatten, ne, dass ich glaube, in einer Folge tatsächlich kein Benzin mehr hatte, bin ich da so ein bisschen vorsichtig geworden. Bin ich auch ehrlich. Entdeckt Ford. Belohnung 100. Das ist schön. Ich habe keine Ahnung, wovon die reden, aber das ist schön. Okay, okay, okay. Gas. Gib Gas. Groß, brav. Bisschen gutes Auto. Aufstieg. Gibt auch nochmal 100. Das ist schön. Gucken wir nochmal schnell. Ach, wir sind schon da. Och. Ja. Wäre vielleicht ganz gut, wenn ich hier... Das ist auch das Einzige, wo wir hoch können. Ah, jetzt habe ich auch noch was im Auge. Das ist nicht gut. Ach so, und den Sticker an der Seite. Den habe ich übrigens auch neu gemacht. Ich weiß nicht. Der hat irgendwie einen Sticker ausgesucht, den ich gar nicht haben wollte. Und hat mir andere angezeigt, aber hat jetzt den genommen, den ich gar nicht wollte. Also... Ich weiß nicht, wie man den kriegt oder nicht kriegt. Keine Ahnung. Nochmal Aufstieg für 100. Sehr schön. Noch besser wäre es, wenn er fährt. Ja, perfekt. Okay. Warum hakt mein PC gerade wieder ein bisschen? Ich weiß es nicht. Achso, hier rechts muss ich hin. Das ist so Tarnfarben hier irgendwie. Wahrscheinlich ist das jetzt wieder so ein guter Ort zum Scannen einfach nur. So, besuche das Suchgebiet Flugschreiber. Ist das nicht das hier?
Flugschreiber. Aufzeichnungsgerät für Flugzeuge, das die Untersuchung von Unfällen und Störungen in der Luftfahrt erleichtert. Ich nehme an, das müssen wir jetzt mitnehmen. Keine Ahnung. Nein. Nein. Wieder Container. Achso, der ist leer. Ja, stimmt. Scheiße. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Leute. Okay, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich hier drei neue Fragezeichen. Achso, das war der Aufstieg. Alter, bringe die Fracht zum Lager. Achso. Okay, kann ich mich da nicht einfach so... Du kannst ja mal versuchen. Ja? Ja? Das ist cool. Das war jetzt nicht meine Intention. Ich wäre auch wieder zurückgefahren, aber das finde ich wirklich richtig klasse, dass man dann wenigstens hier importen kann. Und sagen kann, nö, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, das Ganze zu fahren. Wir machen das jetzt so. So, einmal Vorräte liefern. Zack. Yay. Beendet Altar. Danke, dass du die Geheimnisse des Altars enthüllt hast. Deine Forschungsarbeit hat sehr zur Lösung dieses Rätsels beigetragen. 2400 nehmen wir doch gerne. Ja, und das war es dann im Endeffekt auch schon, was wir jetzt hier haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was Aufgaben... Ich kann mir die Aufgaben noch nicht mal anzeigen lassen, ne, so wie es aussieht. Also das mit den Aufgaben, bin ich ganz ehrlich, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Weil ich hier keine Aufgabe sehe. Oder ich muss sie tatsächlich erstmal irgendwo freischalten, dass ich das Gebiet hier mehr erkunden muss oder was. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen, zurück zum Hauptquartier. Diesmal haben wir keinen Schaden erlitten. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und wir haben sogar die Sachen umsonst im Endeffekt mitgenommen. Alle drei Aufträge haben wir erledigt. Das mit den Aufgaben, wie gesagt, ja, das verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz, weil ich jetzt zumindest so nicht auf der Karte gesehen habe, dass es da eine Aufgabe noch gab. Es kann natürlich sein, dass die irgendwo ist, wo wir jetzt nicht hinkommen. Dann ist das jetzt ein bisschen blöd, weil ich würde halt gerne alles freischalten. Das ist, denke ich mal, ja, normal, dass ich das gerne würde. Ich gucke jetzt auch nochmal parallel dazu, bevor ich weiter aufnehme, dass ich, ob ich hier vielleicht doch nochmal irgendwo ein Zeichen sehe und ich einfach so schnell drüber geguckt habe. Ansonsten sollte ich nichts mehr finden, wovon ich leider ausgehe. Dann werden wir uns natürlich in der nächsten Folge in Arizona wiedersehen. Da werden wir dann erstmal wieder eine Expedition machen und ich befürchte leider das Schlimmste, weil die nächste Expedition stand ja schon sehr schwer drauf. Ich weiß jetzt nicht, wir können ihn natürlich auch nicht nach der Reihenfolge machen. Ist jetzt die Frage, normalerweise fängt man ja bei leicht an und geht dann über normal zu schwer und dann sehr schwer. Warum die jetzt unbedingt als zweite hier in diesem Bereich eine sehr schwere, die einzige sehr schwere, die ich jetzt gerade gemacht habe, ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt. Also es kann sein, nach dieser kurzen Folge, dass die nächste Folge doch um einiges länger dauert. Wenn ja, dann vielleicht schneide ich sie auch ein bisschen zusammen noch, wenn ich irgendwelche Sachen habe, die dann vielleicht was länger gedauert haben, wo man aber nicht so viel dann noch zusätzlich hat. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oha. Da bekommen wir 47.000 für. Deswegen ist die sehr schwer. Ganz ehrlich, ich würde es gerne probieren. Ich würde es wirklich sehr, sehr gerne probieren. Aber es wird wahrscheinlich die Hölle werden und es wird wahrscheinlich wirklich unheimlich lang werden. Ich kann es jetzt schon sagen. Es kann auch sein, dass ich die abbrechen muss und sagen muss, es ist wirklich noch zu schwer. Wir nehmen erstmal eine leichte oder so. Bin ich kein Freund von, weiß ich auch nicht. Ja, werden wir dann sehen. Aber in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.